Wir sind an einem Scheidepunkt, was das Rentensystem angeht. Das ist klar, so kann es nicht weitergehen, weil es zu wenige junge Menschen gibt, weil diese Alterspyramide sich umgedreht hat, zu wenige Menschen, zu viele alternde Menschen. Das passt einfach nicht mehr, es kommen zu wenig Geburten nach. Was wollen die Parteien also dagegen tun? Schauen wir als erstes auf die CDU. Die CDU ist recht schnell abgehackt, denn sie möchte alles so belassen, wie es ist. Sie möchte bis 2030, aber es sind noch 13 Jahre, möchte sie einen Rentenkonsens aushandeln, zusammen mit den anderen Parteien. Bis dahin soll es aber einfach so weitergehen. Das heißt vermutlich steigende Beiträge und eine Absenkung des Rentenniveaus, außer dass vorausgesetzt die Bedingungen bleiben gleich, sollten sich irgendwelche äußeren Bedingungen ändern, könnten sich auch diese Entwicklung ändern. Aber ansonsten haben wir ja momentan steigende Beiträge, weniger Rente. Die SPD verspricht zum Ersten, sie möchte das Renteneintrittsalter nicht erhöhen. Sie möchte es also beibehalten bis 2030 und sie möchte auch das Rentenniveau beibehalten bis 2030. Wir sind momentan bei einem Rentenniveau von etwa 48%. Das bedeutet, wenn Sie 1.000 Euro verdient hätten, dann käme raus als Rente 480. Also dieses Rentenniveau besagt eben, wie viel Prozent von dem, was Sie verdient haben, Sie am Ende als Rente rausbekommen. Das möchte sie eben gleich behalten. Jetzt hatten wir es ja gerade schon, es kommen nicht mehr genug junge Menschen nach. Wie wollen Sie das machen? Über Steuergelder. Es soll also querfinanziert werden und es soll eben die Rente aufgestockt werden über Steuergelder, die eben aus anderen Ecken kommen. Außerdem verspricht sie, dass sie den Rentenbeitrag nur bis 22% anhebt. Wir sind jetzt gerade bei knapp 18%, ich glaube ein Ticken drunter. Das heißt, eine Anhebung eben von 3-4% hält sie für in Ordnung. Auch die Grünen wollen die Rente stabilisieren und auch die Grünen wollen das über Steuermittel machen. Gibt ja im Grunde auch momentan erstmal keine andere Möglichkeit. Und auch die Grünen wollen beim Renteneintrittsalter mit 67 bleiben. Allerdings sagen sie, wir hätten gerne, dass es erleichtert wird, im Alter Teilzeit zu arbeiten, ohne dass Einkommen und Rente aufeinander angerechnet werden. Das ist also so ein bisschen die Idee der Grünen. Außerdem wollen sie eine Bürgerversicherung, also eine Rentenversicherung, wo alle einzahlen, auch selbstständige Abgeordnete. Genau. Beamte. Die FDP spricht sich aus für ein flexibles Renteneintrittsalter. Das bedeutet, ab 60 können wir sagen, so, jetzt reicht's, jetzt gehe ich in Rente, aber nur, wenn die Rente fürs Leben reicht. Das heißt, es gibt eine bestimmte Grenze, die man erfüllen muss, um die eigene Existenz zu sichern. Und wenn die Rente darüber liegt, dann darf man eben ab 60 in Rente gehen. Außerdem möchte die FDP weiterhin auch die betriebliche und die private Vorsorge stärken, die es übrigens auch nach dem grünen Konzept weitergeben soll. Die Linke ist ebenfalls der Meinung, dass es eben diese steuerfinanzierte Mindestrente geben soll, also dass man sich jetzt eben festlegt auf ein Rentenniveau. Die wollen allerdings nicht das Rentenniveau von jetzt, diese 48%, sondern wollen es nochmal steigern auf 53% und eben den Unterschied dann auch durch Steuern finanzieren. In Rente gehen soll man nach den Linken mit 65 oder ab 65 kann man in Rente gehen, so rum, oder aber nach 40 Arbeitsjahren. Und auch hier soll es eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung geben, in die alle einzahlen. Auch die AfD bemisst das Renteneintrittsalter nach Arbeitsjahren. Bei der AfD sind es 45, die sie sagt, die man gearbeitet haben sollte, bevor man eben in Rente geht. Und auch die AfD spricht sich dafür aus, gegebenenfalls, falls es notwendig werden sollte, und davon ist auszugehen, eben diese Querfinanzierung über Steuermittel zu nutzen.